Servus, Substanz und Tape, eure Meister, ich begrüße euch hier in Resident Evil, meine Damen und Herren. Es geht heute wieder heiß zur Sache und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Unsere schöne alte Pumpgun ist wieder am Start. Ja, mit Besser haben wir auch schönes. Und ich freue mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Gut, ja, was machen wir heute? Wir werden heute gewisse Spalten durchsuchen und ja. Und damit haben wir jetzt anfangen. Oh. 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 Oh, ja, schönen Dank auch für die, für die Videokassette-Tingens hier. Und jetzt haben wir nämlich viel zu viel Munition von allen. Beziehungsweise von der haben wir ziemlich viel. Müssen wir ein bisschen was raushauen hier. Nein. Was ist eigentlich immer mit dieser Oma, ne? Das ist gleich das nächste. Warum saß die immer? Bei was sind wir jetzt? Sind wir jetzt im Haus wieder? Nee. Sind wir jetzt wieder im Haus? Nee. Wir sind jetzt nicht wieder im Haus, oder? Bin mir sicher. Oh. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Ja, yep. Wir sind wieder im Haus, oder? Nein. Nee, oder? Ich muss jetzt hier hoch. Ich muss keine Ohren anders lang, oder? Hier haben wir den Mia das erste Mal gerettet. Kann das sein, dass wir hier sind? Kommt mir ziemlich bekannt vor. Und wie wir wieder im Haus sind. Warum ich eigentlich so nach so einem Telefon greife, ne? Das frage ich mich. Warum sehe ich das? Das ist jetzt auch meine Frage. Und warum ist hier ein Raum, wo ich nichts. Kann ich noch nichts irgendwie finden? Nichts für mich? Okay. Gehen wir wieder. Finden wir hier irgendwas? Sieht auch nicht danach aus. Okay, okay, okay. Dann mal weiter. Oh shit. Ich will nicht zu der. Aber es bleibt mir. Hier ist übrigens. Das ist das. Wo wir hier am Ding jetzt gezogen haben, an dem Hebel. Und dann hier die Sicherung. Aha. Aber warum sehen wir die Erinnerung? Ethan, ist okay. Ist okay, ich bin's.
du wolltest mir nicht wehtun. Töte ihn, Mami. Aber das hättest du nicht tun dürfen. Das tat verdammt weh. Er will nicht mein Daddy sein. Dann soll er sterben. Jetzt ist Mami dran, dich zu töten. Deswegen unser Flammenwerfer, oder wie? Ehrlich gesagt, nein, ich will nicht mehr. Lass mich hier raus. Boah, was macht ihr für Geräusche hier? Und das alles so im Nebligen. Nein. Gibt's hier oben was? Waren wir vielleicht vor dieser Geistergestörten rettet? Hilfe! Hier geht's nicht lang. Ethan, hilf mir! Wo bist du denn? Nein, hier geht's nicht weiter. Wird hier rein? Nee. Wo was? Oh Gott. Ist das dein Ernst? Ich kann ja echt nicht lang. Sag mal, was spart denn dort einfach so eine Puppe? Was ist denn jetzt los? Was war denn mit der Tür jetzt gerade? Ach so, die ist bloß offen Zugang. Oh Gott. Ich habe wieder Hallos. Ich glaube, wir können Evelyn aufhalten. Ich will dir nicht wehtun. Ich glaube, wir können sie aufhalten, indem wir dieses Serum injizieren. Okay, jetzt bebt langsam das Haus. Gefällt mir eigentlich auch gerade nicht. Jetzt müssen wir hoch. Okay. Lass mich in Ruhe. Okay. Ich muss bloß nochmal so ein kleines Ding nehmen.
Spritze erstmal mal dort reinmachen, weil ich musste gleich. Lass mich in Ruhe! Los, rein! Ah. Was? Boah, krass. Immer nicht geblockt, ey. Evelyn wird sie nicht näher an sich heranlassen, wenn sie mit dem E bla. Na, schießen bringt auch nichts. Oder? Was kannst du denn? Die Evelyn war die ganze Zeit die Oma im Rollstuhl, oder was? Ich bin jetzt ein großes Mädchen. Boah, was? Stirb, Mann! Au, mein Arm! Mein Bein! Lass mein Bein in Ruhe! Ich wollte nur eine Familie! Ich hab keine Mumpe mehr! Eine Pumpgun! Oh shit. Oh, böse Landung. Albert 01? Was kann die Waffe? Schluss mit den Spielchen.
Was? Alles klar? Ich bin Redfield. Gut, dass wir sie gefunden haben. Warum hat das so lange gedauert? Ethan? Mia. Du hast es geschafft. Ich bin froh. Hab ich? Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Letzte Nacht hat sich eine geschlossen. Und diese Nacht war lang. Aber nicht nur für mich. Nicht nur Mia und ich sind Opfer, sondern auch die Bakers. Es war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat. Aber jetzt ist Evelyn tot. Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen. Ich hatte gerade Mias Verlust akzeptiert. Doch sie ist zurück und will von vorn anfangen. Das alles hinter uns bringen. Vielleicht öffnet sich so die nächste Tür. Bam. Resident Evil 7, meine Damen und Herren. Sehr geil.
Ladies and Gentlemen, das war's mit Resident Evil. Au, heftiges Ende. Gerade auch die... diese Evelyn, wie sie sich nochmal verwandelt hat. Ey, wow. Okay. Hätte ich jetzt so nie gedacht. Fazit zum Spiel, also... Boah, das hat mich an einigen Stellen gerade im Haus öfters des Öfteren erschrocken. Und... hat mir auf jeden Fall von Let's Plays, die ich gemacht habe, bis jetzt am liebsten gefallen. Gerade so Horror-Let's Plays habe ich ja wirklich noch nie gemacht, so oft. Und das, denke ich mal, für mich war ein richtig cooler Einstieg. Und ja, würde mich freuen, wenn es einen nächsten Teil gibt. Und den würde ich für euch auch nochmal an den Start bringen, Ladies and Gentlemen. Aber ja, also für mich gibt es 9,8 Sterne von 10. Und wenn ich es da noch bewerten könnte. Jo. Man hatte so Wackelpuppen. Ich weiß noch nicht, für was die genau sind. Das ist noch eins, was ich mich gefragt habe im Spiel. Wozu die gut sind. Irgendwas zu sammeln? Okay. Aber, na gut. So, und dann werden wir aber auf jeden Fall, wenn ihr wollt... wenn es bei dem Video so, sagen wir mal, so 20 Likes auf jeden Fall gibt und genug Leute, die das nochmal sehen wollen. Was passiert, wenn wir uns, bevor wir mit dem Boot weggefahren sind, was passiert, wenn wir uns nicht für Mia entscheiden, die zu serumilieren, sondern Zoe? Gibt es da nochmal ein komplettes Spiel, was man sonst verpassen würde? Eine komplette Spielszenerie oder würde das einfach nur mit Zoe ablaufen alles? Das sind so Sachen, die ich mich noch frage. Habt ihr Lust drauf? Dann schreibt es in diesem Fall in die Kommentare. Wenn es mehrere Interessenten gibt, dann machen wir das nochmal. Und ja. Richtig geil. Schade, dass ich die Magnum so ein bisschen zum Schluss von dem Spiel gefunden habe. Weil das war ja auch ein übelster Burner. Die Magnum, die hat da alles weggerockt, was es da gibt. Ey, Hammer Sache. Richtig coole Sache. So. Ja. Das war es jetzt heute hier von mir. Ich werde noch mal ein bisschen die Menschen durchlaufen lassen, die so mitgewirkt haben, um die noch ein bisschen zu ehren. Wenn ihr noch Fragen an mich habt, schreibt sie in die Kommentare. Wir können gerne noch ein bisschen dort unten rum diskutieren, wie ihr es fandet, das Spiel. Und auch vielleicht das Let's Play. Wenn ihr das toll fandet, ne? Oder halt nicht toll fandet, oder was er noch verbessern kann, was ich noch verbessern kann, dann immer rein damit in die Kommentare. Und ja, ich melde mich ab für heute, für hier und jetzt. Und sag mal auf Wiedersehen und lasse euch noch alleine mit den Endszenen. In diesem Sinne, haut's drin, bis nächstes Mal, euer Steve Petty. Orido.
Alles klar. 15 von 18 Münzen gefunden. Zähne weggeschmissen. Mr. Abibias. Ich glaube, das sind die Viecher, ne? Diese Wackeldacke. Spielzeit 12 Stunden. Krasser Suchti. Na gut. Auf Wiedersehen. Oh. Oh.